In Wabi Profi 3 können Sie ja viele individuelle Einstellungen und Veränderungen vornehmen. In diesem Video werden wir explizit die Editierung oder die Anpassung des Feldes Kundennummer bei einem DIN A4 Ausdruck vornehmen. In unserem Beispiel haben wir das Feld der Kundennummer, das normalerweise so dargestellt wird wie Kundennummer 3, steht halt die 3 dort, Kundennummer 300 steht 300 dort. Haben wir das so modifiziert, dass dass Nullen vorangestellt werden, und zwar auf eine Maximallänge von 5 Zeichen. Wie Sie das tun, das zeigen wir Ihnen jetzt. Sie klicken auf das Fragezeichen oben in der Menüleiste und wählen nun Report der Ausdrucke A4 Rechnungen Lieferscheine. Das Feld, um das es sich handelt, finden Sie hier bei KD-Nummer und rechts daneben dieser viereckige Kasten, wo drin steht IIF Klammer auf VAR-Type. Hier machen Sie bitte einen Doppelklick und Sie landen nun in den Eigenschaften, also in den Properties dieses Feldes. Standardmäßig sieht es ja so aus. Wabi Profi 3 schreibt dann Kundennummer 3 oder Kundennummer 528, Kundennummer 6500 und so weiter. Wenn Sie aber wollen, dass aus der 3 eine 0003 wird oder aus der 528 eine 00528, oder aus der 6500 eine 06500, also das heißt, wir haben 5 Stellen und alles, und wenn es weniger als 5 Stellen sind, soll einfach voran, also links voran, eine 0 gestellt werden. Wie Sie das hinkriegen, das haben wir schon vorbereitet. Sie ändern die Expression, die Sie hier wiederfinden, ich kopiere das mal in Word rein, wie folgt. Sie schreiben IIF, Klammer auf, VAR-Type, Klammer auf, XQNR, Klammer zu, Rautezeichen, dann Gänsefüßchen, U Gänsefüßchen, bedeutet jetzt übersetzt, falls das Objekt der Kundennummer nicht unbekannt ist, ja, dann soll er uns dieses Feld Kundennummer in einem, das ja numerisch ist, in einen String, das heißt in eine Zeichenfolge konvertieren. Und soll mit der Funktion PadLeft, also Paddle, soll er uns in einer Maximallänge von 0, von 5, Entschuldigung, Nullen voranstellen. Und wenn das alles nicht zutrifft, das heißt, wenn unser Objekt VAR-Type also leer ist, also das heißt, unsere Kundennummer leer ist, dann soll er uns einfach nichts hinschreiben. Bedeutet, wenn der Kunde Meier Müller Huber Schmidt ist, den wir im Kundenstamm hinterlegt haben, schreibt er seine Kundennummer hin. Und wenn es der Laufkunde ist, also der normale Barverkaufskunde, ja, dann steht halt keine Kundennummer dort. Und das bewirkt diese Zeichenfolge. Diese schreiben Sie so ab, kopieren das und fügen das in das Feld Expression hier ein. Nun klicken Sie auf OK. Bestätigen die Sicherungsabfrage mit Ja, indem Sie hier auf das kleine X klicken. Ja, wir wollen das speichern. Und Sie können sich das Ganze nun in der Vorschau ansehen. Rechnungen, Lieferscheine, Angebote. Ich sage jetzt hier einfach mal nicht Kopie, ich will eine Vorschau. So. Dann steht hier dementsprechend Ihre Kundennummer mit Nullen vorangestellt da. Wenn Sie sagen, okay, ich will das länger haben, abschließend ein paar der Ausdrucke. Ich gehe nochmal auf das Feld Expression, also hier die Kundennummer. Wenn Sie sagen, was mal auf, ich will hier 7 Zeichen haben und das soll überall eine 1 voranstehen, nur damit Sie sehen, dass es auch so funktioniert, dann machen wir halt dann, wir sagen 7 Zeichen und hier eine 1 davor. Wir speichern das und sagen nun Vorschau. Und wir sehen hier, machen wir es mal ein bisschen größer, wir sehen hier, dass wir nun 7 Zeichen haben und alles vor der Kundennummer, das weniger als 7 Zeichen ist, ist dann eine 1. Okay, da könnten Sie ein A, wie auch immer, da können Sie reinschreiben, was Sie wollen. Abschließend sollten Sie Ihren Report dahingehend verändert haben, also das heißt, so optimiert haben, dass nichts mehr rauskommt, das heißt, dass Sie ein weißes Blatt Papier bekommen, können Sie natürlich selber, Sie gehen in Ihren Wabi Profi 3 Ordner rein, der in unserem Beispiel einfach auf unserem Laufwerk hier, auf unserem Gustav Laufwerk ist, gehen dort auf Layouts, wählen Reports aus und dann haben Sie hier diesen DIN A4 Ausdruck, diese beiden Dateien, das sind Kopien des Originals, diese können Sie einfach löschen und wenn Sie nun erneut in Wabi Profi 3 auf Vorschau gehen,
sehen Sie, dass der Standard wiederhergestellt ist, also das heißt der Auslieferungszustand von uns. Also, wenn der Report komplett weiß ist, nicht mehr funktioniert, dann haben Sie den Report verändert und Sie haben Bedingungen oder irgendwas eingefügt, was WAVI nicht mehr auswerten kann, deswegen kommt nichts heraus, dann müssen Sie Ihr geändertes Layout löschen. Nochmals, WAVI Profi 3, Layouts, Reports. Dort finden Sie das mit dem Unterstrich A4 Unterstrich Bohnen FRT und Unterstrich A4 Unterstrich Bohnen.frx. Diese beiden Dateien löschen, dann haben Sie den Originalzustand wieder. Sollten Sie sich komplett vertan haben, dass Sie sagen, ne, ich will das eigentlich schon, war viel Arbeit und wir müssen eingreifen, können wir das natürlich kostenpflichtig tun. Kein Problem. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit.